Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fable 3 mit eurem Gogaru LP. Ja, wir sind jetzt in Brightwall. Also wir kommen gerade aus der Akademie wieder raus. Gib mir nur 5 Gold. Ja, und wir wollten uns erstmal diese Ausrufezeichen Wie kann ich helfen? anschauen. Wer Ich sag redet denn auch, hier mit die mir? machen mir ein Ach so, die Vergnügen. reden miteinander. Laute Hero Stufe 1. Ich bekomme alle paar Wochen Insgesamt neue verdientes Ware. Gold 0. Auftrag annehmen. Mal sehen, was das ist. Drücke Meine 1, 2, Ware 3, um alle verhöre ich Noten zu nicht, spielen ganz und den ehrlich. Goldmultiplikator zu erhöhen. Süße kleine Schätzchen. Ah ja, interessant. Also kann man hier sich also Geld verdienen. Wer hat jetzt die Laute? Naja. Also gut, nicht schlecht. Welch eine Veränderung, ein herrlicher Tag. Ah, kriegt man ja schon mal viel Geld. So, hier 1, ist es. 1, Das 2, ist doch 2, 2, genial. 2, 1, 2. Jawohl, 16 Gold habe ich schon super. mal. Mal sehen, was ich jetzt bekomme. 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2. Nein, 24, also bekomme Ja, ich, was weiß super. ich, immer 8 mehr. Okay, das ist schon mal ziemlich einfach Das bis jetzt. Beste aus Brightwall. Ich denke mal, es wird ja noch schwerer, aber na, spätestens wenn die 3 dazu kommen, dann kommen wir bestimmt öfters mal durcheinander. Wir haben die besten Produkte in Asien. Die Geschäfte laufen schlecht wie nie. Ihr habt genug Geld angesammelt, um ein Haus zu kaufen. Häuser sind exzellente Investitionen. Und ihr braucht ein Heim, wenn ihr jemanden kennenlernt. Ah, verdammt. Ja, super. Aha, also kann ich mir ein Haus kaufen. Ja. Was? Naja, toll, super. Okay, dann höre ich jetzt gleich mal damit auf. So, Schluss damit. Wenn ihr kein Und Bargeld weg habt, ist die könnt ihr Laute. immer Schon mal sehr interessant. F4, ja. Was kann ich denn hier machen? Weil damit dieses Symbol kommt. Ach so. Da komme ich auf die Siegestraße. Oder in die Siegestraße, sag ich jetzt mal. Hey, guck mal, da bin ich. Lesen. Heldensockel, Anton. Das ist übrigens mein Name. Wird man sich ja denken können, ja. Mal durch das Portal wieder zurück. Jetzt haben wir herausgefunden, wofür F4 steht. Okay, dann geht's weiter mal. Da waren ja auch mehrere Ausrufezeichen. Ich schätze mal nicht, dass das alles laute Spielen ist. Das wäre nämlich ziemlich sinnlos, wenn es so oft nebeneinander wäre. Hier ist noch mal was. Kann ich euch Wir helfen? gehen noch Auftrag bankrott, annehmen. wenn sich die Lage nicht bessert. Was steht da? Ich habe Wir es ja sind nicht nicht gesehen. allein. Viel Benutzt Spaß 1, damit. 2 und 3, um alle Blöcke zu treffen, euren Gold mit die. Ja, alle Blöcke zu treffen. Das Kommt ihr sieht mal wieder in meinen aber Laden? anders aus. Man weiß nie, wann es Oh einen mein Schlussverkauf Gott. gibt. Jetzt backe ich auch Lebkuchen. noch. Guter Kuchen. Guter Kuchen, klar. So schnell macht man einen Kuchen, ja, wusste ich noch gar nicht. Das ist richtig lecker. Sehe ich auch so. Guter Kuchen. Ihr seid ein Meister am Nudelholz. Genau. Und ich bin auch ein Meister mit meiner Nudel. Solange ich mich erinnern Okay, kann, das liegt war mein jetzt zu Geschäft flach. stets einfach köstlich. Ja. Unsere Lehrerin ist ganz sauber. Das ist richtig Also lecker. so verdient man hier sein Geld. Wow, schon 42. Da verdient man ja fix was. Also schon 42 Gold. Das ist richtig lecker. 48. Verdammt. Gold ist bei mir. Das lohnt sich ja richtig hier. Profitables Geschäft. Wow, geht das jetzt schnell? Großartige Teilarbeit. 54. Mal sehen, wie weit ich komme.
Wenn ich abkacke, dann mache ich, höre ich erstmal auf damit. Allerbeste Konditorkunst. Nicht so schnell zu reagieren. Das ist eigentlich nicht so meine Sache. Das ist richtig lecker. 60 ist irgendwie das Maximal, also Goldmultiplikator 10. Ein meisterhafter Kuchen. Hier bekommt man also standardmäßig nur 6 und das wird jetzt mal 10 genommen, weil ich sozusagen 10 Runden super geschafft habe und da bekomme ich dann 60. Beim laute Spielen war es ja meiner Meinung nach 8 Gold. Klasse. Ja, okay, jetzt hör mal auf. So macht man es eigentlich. Also, wenn es einfach Preise Konditor, ach nee, das hatte ich ja jetzt. Nicht, wenn ihr dort Hallo, wie kann ich helfen? Geiler Spruch. Wenn ihr irgendwo bessere Preise findet, dann überrascht es mich nicht, wenn ihr dort einkauft. Der Getreide. Dies ist eine Handelsware. Ihr könnt euren Gewinn erhöhen, indem sie in Läden bei Ausverkäufen erwerbt und bei Engpässen an Pfandleiher wiederverkauft. Mhm. Hier kostet der 4. Ach so, ist der Kartoffel, das ist der Getreide. Aus dem Geschäft natürlich. Alles klar. Hier Verkäufer, den pfeife ich mal an. Ja, ich lasse es lieber Heldenpose. Komme ich da auch noch mal was? Wow, die Muskeln. Oh. Ja, so sieht man das gerne. Okay, und weiter gehen wir mal. Die besten Angebote. Was sind das hier für ein Laden? Hallo. Schneiderin Louise. Ich hoffe, es gefällt euch hier. Pfeifen. Ihr habt da einen unglaublichen Kuchen gebacken. Wann macht ihr den nächsten? Ha, Dankeschön. Schön, gut sogar. Ja. Was sind denn das für Geräusche, die ich hier höre? Oh. Wegelager. Nee, das will ich ja nicht, wenn ich aus dem seltener Kostüm Damen. Wenn ich mir so ein Kostüm. Könnte ich mir so ein Kostüm kaufen als Mann? Könnte es anziehen? Was ist im Angebot? Ich hoffe, ihr wollt hier keinen Ärger machen. Anscheinend könnte ich das kaufen. Das wäre sexy an mir. Nein, ich glaube ja nicht. Wegelager-Kostüm sieht ja sehr schön aus. Wollte ich ja sofort anziehen, aber das ist anscheinend über mein ich weiß nicht, ich will ja auch nicht aussehen wie so ein Wegelagerer halt. Aber ein Pyjama wäre doch auch mal schön. Ah, ich habe 30% Rabatt. Sehe ich gerade. Da kann ich. Da hole ich mir einfach mal das Wegelager-Kostüm. Dafür habt ihr leider nicht genug Gold. Gut. Oh, 8000. Oh, 8200. Hä? Das Söldner-Kostüm kostet zu wenig. Heute im Angebot. Ja, na klar. Und das ist für die Frauen. Das ist doch so viel. Naja, aber den Pyjama kann ich mir leisten. Los. 391. Annehmen. Aber nicht ankleiden. Nee. Okay, weiter geht's. Was kann ich hier machen? Auch wieder laute spielen, aber ich kann ja noch mal kurz laute spielen. Aber da verdient man nicht annähernd so viel Gold wie beim Konditor, glaube ich. Ich probier's nochmal schnell aus. Da. Da, 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 da. Das ist mir viel zu langsam. Ups. Right. Hängt das hier ein bisschen? Da, 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 da. Ja. Natürlich. Ich muss hier ein bisschen zur Unterhaltung beitragen, ist ja langweilig hier, so langsam wie das geht, geht der überhaupt nicht ab hier. Beste Waren aus Brightwall gibt es bei mir. Also da war das Konditor-Spiel eindeutig leichter und vor allem hat es schneller mehr Geld eingebracht. Jawohl!
Goldmultiplikator 7, mal sehen, wie weit ich schaffe. Soweit habe ich es auf jeden Fall letztes Mal auch geschafft. Ich habe ja nicht darauf geachtet, dass es schon weitergeht. Verdammt, habe ich mich jetzt erschrocken. Mensch, geht das schnell hier voran. Goldmultiplikator 10. Ist auch Ressource, kriege ich 80. Mensch, aber das ist echt ein bisschen schwerer als Konditor. Ich bekomme alle paar Wochen neue Waren. Aber ich schätze mal, weil man später auch viel mehr Geld braucht, man hat es ja gesehen bei dem Wegelagerer-Kostüm, dass man dann noch in höhere Multiplikationsstufen aufsteigt. Verdammt! Vor allem, weil ja dann noch Stand von mit 1, 2 und 3. Und so wie ich gesehen habe, stand da ja auch, ja, irgendwie schalten sie Stufe 2. Ihr könnt laut ein Spiel verbessern und mehr Geld verdienen. Nehmen Sie... Scheiße, wo stand das? Was? Warum macht ihr das? Was hat das alles für ein... Ekelwerden! Mich tüchtig erschrecken! Ihr seid... Ekelwerden! Habt ihr mich schon von mir? Angst. Ihr seid... Ekelwertig! Was ist denn ekelwertig? Meine Freunde. Das ist kein Wort. Siegestraße kennt. Ja, also kann ich das wahrscheinlich dann auch auf der Siegestraße lernen, also das Spiel zu verbessern. Mache ich jetzt aber nicht. Ich treffe jetzt erstmal Walter in der Kaserne. Genug rumgespielt hier. La 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 la. Ja, sehr schön. Gut gemacht. Hier hinten geht es ja noch weiter in der Stadt. Aber wir wollen zu Walter. Und ich weiß nicht, wie lang. Doch, doch, ich weiß schon, dass hier vorne die Taverne ist. Und da steht ja auch Walter. Wart ihr erfolgreich? Fantastisch. Mensch, bin ich klein. Es wird euch freuen, dass ich jetzt etwas über die Söldner weiß, die Sabine erwähnt hat. Ihr Anführer ist ein Mann namens Saker. Er war früher Soldat, hatte aber schon immer mehr mit Banditen und Halsabschneidern gemeinsam. Seine Männer verschanzten sich in einer kleinen Festung in den Bergen. Aber ich habe da schon einen Plan. Ich werde die Festung auseinandernehmen. Wie immer. Ich bin noch der Auseinandernehmer. Oh? Einer der Söldner. Ein kaltblütiger Mörder. Er heißt Clarence, wird aber von allen Jimmy genannt. Er hat den ganzen Tag in der Schenke getrunken und den Leuten das Leben zur Hölle gemacht. Es war nicht schwer, ihn abzufüllen. Diese jungen Schläger. Alles halbe Portionen, wenn ihr mich fragt. Wie auch immer, nehmt ihm die Kleider ab und ihr kommt ungehindert ins Lager. Sehr eklig. Versucht diese Flecken einfach zu ignorieren. Ja, naja, dann ziehe ich ihn halt aus. Nackte Leute machen mir ja nichts aus, ne? Um jemanden zu überzeugen, müsst ihr euch schon noch etwas mehr anstrengen. Selbst diese Idioten merken, wenn der Bart oder Tätowierungen fehlen. Aber... Was, ich will's doch gleich ankleiden. Mensch. Kostüm 1, Kostüm 2, Kostüm 3, Kostüm 4, Kostüm 5. Jetzt habe ich ja schon Söldnerkostüm Herrn, also... Tut mir leid. Also ist das ja alles schon okay. Was hat der gerade... alles Notwendige in der Stadt besorgen. Ich werde herumfragen, mit wem ich über Nahrung für die Vagabunden sprechen kann. Man hat hier vielleicht nicht viel übrig, aber die Leute sind freundlich. Man muss sie nur überzeugen. Wie auch immer, viel Glück mit Saker und seinen Söldnern. Das wird euer erster richtiger Kampf. Aber ich weiß, dass ihr das schafft. Na klar, ich bin noch am Steuer. Ihr habt genug Gold, um die abstoßenden Objekte zu erstehen, die ihr benötigt, um eure Söldnerverkleidung zu vervollständigen. Tolle Leistung für ein Mitglied der königlichen Familie. Falls ihr Geschmack an der Arbeit gefunden habt, könnt ihr natürlich so lange weiterarbeiten, wie ihr wünscht. Nein, ich mag doch hier eine Tätowierung. Mag ich nicht im echten Leben. Ah, ein Held. Das sieht man nicht alle Tage.
Es gibt eine freie Stelle für Leute, die sich mit Kuchen auskennen. Mensch, wie sie sagen, Alter, dass ich gut Kuchen backen kann. Ja, weil ich so viel Geld damit verdient habe. Hier, ich würde mal gucken, hier gibt es irgendwelche Waffen zu kaufen. Aber... Ihr seid am falschen Ort gelandet. Verschwindet lieber von hier. Ja, sorry, ich habe gerade den Text durchgelesen. Mhm. Nahkampfwaffen in jeder Größe. Also auch Schwerter und so weiter, aber wozu? Ich habe doch meine wachsenden Waffen. Da brauche ich doch so einen Scheiß nicht. Kann mir hier auch irgendwie so ein Weg angezeigt werden? Kauft die Seltenheitstätowierung. Super, und wo? M? Ah, mit M kann ich die Karte öffnen. Wie kann ich mir die Häuser kaufen oder wie? Na klar. Das Haus ist doch schon groß. Das kann ich mir kaufen. Oh. Ja, ach, hier sehe ich ja gleich. Mal. Jetzt habe ich ja nicht drauf geachtet. Wo ich mir eine Tätowierung holen kann. Hä? Ich habe es nicht gefunden. Bei der Schneiderin? Nee. Nee, ich glaube nicht bei der Schneiderin. Naja, dann renne ich einfach mal rum und gucke. Oh, sie habt etwas für mich Waren aus Brightwall gibt es bei mir. Danke, dass ihr uns beehrt habt. Hier. Ah, Sachen verkaufen. Gagat. Ihr lasst mir die Haare zu Berge stehen. Keine besseren Waren in ganz Brightwall. 130 irgendwas. Ich gehe mal hier auf Plus. Ich kann ja irgendwie nicht wechseln. Akku. Habt ihr etwas, das ich euch abkaufen kann? Nee, anscheinend habe ich nur diesen Gagat, deswegen kann ich auch nichts verändern. Ja.